Kann man irgendwie. Kann man nicht irgendwie schauen? Gibt es nicht irgendein Item, wo man schauen kann? Das. E-Senses. Ne, nicht E-Senses. Irgendwie kann man doch bestimmt schauen, wie viel da drin ist. Wo drin? In den. In den Nexi. Das geht sicherlich. Ich leg kurz mal meine Dings-Sachen ab. Meine Alchemie-Sachen. Wahrscheinlich müsste man das in eine Mana-Battery reintun, damit man es sieht. Also jetzt haben wir aufgrund irgendeines Bugs erstmal einen richtig OP-Zauber. Ich weiß nicht, ob der OP, ich weiß noch nicht, wie, was Contingency Death macht. Also, ich bezweifle minimal, dass das Sachen one-hittet. Und wenn doch, dann ist es OP. Hallo Sebi, guck mal, mein neuer toller Zauber. Pff, tot. Huch. Ja, gar nicht gewusst, oder? Der das macht, ne? Ja, oh, ich dachte, ich wusste jetzt nicht, dass der Instant Death ist. Ganz bewusst drauf, aber. Steht zwar nur dabei, aber ja, wusste ich nicht. So, ich geh mal zur Schmiede und schmeiß auf jeden Fall das Gravel Ore da rein. Das Gravel Ore doch. Hattest du die Schmiede größer gemacht? Na, wann denn? Sieht mir irgendwie größer aus. Raffled. So, hast du dein Zeug für die Eisengolems? Ja? Hast du noch einen dritten Kürbis? Nee, aber ist egal, versuchen wir es erstmal mit zwei. Ich weiß echt nicht, wie viel das gibt. Das ist das Problem. Ich packe auf jeden Fall schon mal den Zauber da rein. Da liegt noch ein Zauber drauf. Vielleicht sollten wir so oder so erstmal noch die anderen Sachen holen. Ich hol mal eben noch die anderen Sachen, bevor wir die Eisengolems da drin killen. Was brauchen wir? Wir brauchen eine Blank Rune und eine Clock. Glock ist kein Problem. Blank Rune ebenfalls nicht. Hier ist 4 Gold. Und Redstone habe ich bei. Die Ende-Essenz hast du auch. Ja, richtig. Das Brot lassen wir lieber dabei. Brauchen wir Tamarut? Ich glaube nicht. Doch, brauchen wir. Ich kann es dir nicht sagen, was sie brauchen. Musst du sie töten oder müssen sie allgemein da sterben? Sie müssen einfach sterben. Also kann ich auch mal draufhauen. Richtig. Das hat vielleicht die Cobblestones nicht weg. Ah ne, wir brauchen Cleanstone. Ich habe hier doch bestimmt irgendwo noch Cleanstone. Hier unten ist definitiv noch Cleanstone, das weiß ich. Hatte ich letztes Mal was durch. Ja, hier unten ist Cleanstone. Und der Rückkiste. Gut, ich brauche nämlich ein Stone und drei Stone Slabs. Wir machen den Zauber erstmal nur einmal. Wofür brauchst du Stone Slabs? Für die Dings. Blaze Powder, Arcane Ash. Das macht so Spaß. So, Blaze Powder, warte. Pack das mal alles so hin. Waffen 3. Da, die Blank Rune habe ich auch noch irgendwo. War die sogar hier drin oder da drin oder? Jetzt habe ich das Gefühl, uns explodiert gleich der Neck. Alles da drüben in der Fresse einfach. Ah, YOLO. Du hast nicht so viel Familie. Obwohl, doch, du hast deine Rüstung zu verlieren. Und 37 Level. Ich habe 40 Level. Und meine Rüstung, mein Taumonomikon, mein Taumonometer. Meine Lambiacs, die ich lieber echt wegpacke, weil die sind nicht billig. Arcane Stones, ein Crucible und ein Furnace. Wobei der Furnace das billigste ist.
brauche nur zwei. Ein Pfeil und ein Schneeball. Pfeil habe ich. Wie kriegen wir jetzt einen Schneeball? Gute Frage, nächste Frage. Arcane Ash, den habe ich doch bestimmt bei mir noch oben irgendwo. Also, hier. Da, genau. Arcane Ash. Ich schau mal gerade kurz noch mal in den Ohren. Vielleicht finde ich irgendwas. Viel. Oh, okay. Das brauchen wir alles für den Zauber? Ja. Okay, ich kann nur von der Schaufel bauen. Und dieses große Meer, was ich hier hab, ne? Oh. Erinnert mich gerade irgendwie an Hexe. Was Hexe? Mit der Wall of North? Aha, ja, wir brauchen nur noch einen Snowball. Ich hab keine Schaufel dabei. Weil es ein Projektier ist, ne? Ja, höchstwahrscheinlich. Trojan! Trojan erhöhen das Wachstum von Pflanzen in ihrer Nähe. Und ich habe eine Wüste gefunden. Und ein Wald. Ist das ein. Ach, ein Birkenwald. Ich flieg gerade Richtung Norden. Ich auch! Okay, dann fliege ich Richtung Osten. Nee, Richtung Westen. Osten war ja der Magical Forest. Beschleunige mal meinen Flug für eine Weile. So muss ich Spellbook Eile. Woo. Okay. Alter, wie viele Trojanen hier sind. Wie viel Wüste hier ist. Wie viel Dschungel hier vor mir ist. Was habe ich jetzt gezaubert? Ich fand nicht mein Eile-Spell. Ach, mein Slowfall. Okay. Oh, hier ist eine Hütte. Mit einer Note dran. Okay, das ist witzig. Looter. Hexenhaus? Classic Enderman. Hier ist ziemlich viel Obsidian. Und ein Endergolem. Ich habe auch einen Endergolem gefunden. Ich lasse sie mal in Ruhe, die bringen nicht viel. Hier ist das endlose Meer. Mal guck mal gerade, was mir der Typ zu handeln anbietet. Waren hier nicht mal auch in den Häusern irgendwann Truhen? Ich glaube schon. Ein Goldfisch für zwei Fallender Rubies. Naja. Hier ist noch ein Magical Forest. Sag mir nicht, hier ist ein Titan. Nur bloß war Ender Golem. Die Augenfarbe ist random, ne? Von dem? Naja. Oh, ich glaube, hier ist ein Magical Forest. Hör auf, immer auf den Zauber zu wechseln, du Spast. Ja, hier ist ein Magical Forest. Und eine Dryade. Oh! Health Up Container confirmed! Ja, wenn du die Diamanten dafür hast. Zwei Fahrleiner Rupees für ein Ding, für 7 Kartoffeln. Zwei Fahrleiner Rupees für 9. Ach, mit X wechsle ich ebenfalls durch die Spells, okay. Ah, hier. Health Up Container in Form von Miniature Red Heart. Ich weiß, dafür brauchst du einen Diamantapfel. Oh, okay. Oh, ich habe keinen Mana mehr. Da
Das Geile am Fliegen ist, man macht immer Critical Hits. Aber nur wenn du vorher ein bisschen gesunken bist. Oh! 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 Hm? Zwei Fahrländer Rubies für einen Lapis Lazuli. Oh. Das könnten wir sogar eigentlich gebrauchen. Ich markiere mit dem Mach hier. Ich bin schon eine ziemlich lange Weile nach Westen geflogen. Ich fliege schon eine Weile nach Norden. Mein Gott, kann doch nicht so schwer sein, so ein scheiß Berg zu finden. Richtig, so ein Riesenberg-Biom. Und mehr Wasser, juhu! Oh, das sieht ja eigentlich. Ist das nur eine normale Insel oder? Ah. Aber schon wieder ein Dschungel gefunden. Nee, in Witwood Forest. War das? Wir spielen mit der 1.6. Ist es hier schon so, dass ab einer gewissen Höhe Schnee fällt? Nee, ich glaube nicht, weil sonst würde auf deiner Ebene oben ja die ganze Zeit Schnee liegen. Wenn es regnet. Und da hat es immer auch geregnet, also. Nein. War das nicht jetzt ab 1.7? Ja, ich glaube, es war 1.7 dann. Ich habe hier riesiges Meer. Ich auch. Oh, ne, keine Insel. Ja, ich. Oh. Ach ja, ich werde schreien, wenn ich auf einmal gegen Stonebreak-Wand fliege. Ah, die Wall of North. Wo kommt denn die her? War das echt North oder was? Oder South? Das war North. Okay. Die war ab irgendwie 700 Blöcken, oder? Da konnte sie auftauchen im Hexit. Welcher Mod war dafür verantwortlich? Hexit selbst. Das war eigentlich ursprünglich ein Bug. Aber haben sie einfach drin gelassen? Ja, haben sie einfach umprogrammiert, dass es halt einfach als Feature drin ist. Und dass dahinter halt alle Sachen schwerer sind. Na, schwerer waren die jetzt nicht wirklich, ne? So, schon um einiges schwerer. Bei uns ist jetzt 100 pro wahrscheinlich das heftigste Gewitter. Na, wenn es an einem Punkt auf der Welt regnet, regnet es überall. Echt? Ja. Außer in der Wüste. Richtig. Das wird witzig, wenn es jetzt anfängt zu regnen. So? Weil keiner von uns zu Hause ist. Und? Um den Boss zu schlachten? Der spawnt nicht. Ja, ich weiß. Deswegen. Riesiger Witwood Forest. Ich sehe hier überall nur kleine Inseln. Oh. Ernsthaft? Spiel! Hm? Oder? Yay! Hast du's? Raten, was ich gefunden habe. Ein Tainted Biome. Oh. Kann man sich Schneewälle nicht irgendwie craften? Nein. Bist du sicher? Na, aus. Aus Magical Crops kann man sich's machen. Kann man sogar gleich 32 Stück machen. Mit was für Essenzen? Water und Air. Ich hab hier. Ich bin in einem Extreme Hills Biom. Echt? Hast du auch Extreme Hills? Ja, das ist jetzt Extreme. Ja, dann klettert er hoch. Oder fliegt er hoch, ja, sowieso. Nee, hier sind aber keine. Also, da geht's doch ein bisschen.
Also, wir sind hier, ich bin hier fast auf Wolkenhöhe. Mein Gott, sonst schmeißt du einem das Spiel doch auch die ganze Zeit nur dieses Schneebiom in die Fresse. Ja, das stimmt allerdings. Aber was ich jetzt irgendwie fürchte. Also, Giant Slime, der fast tot ist. Da ich das bisschen Tainted-Biom gefunden habe, dass es jetzt anfängt zu spreaden. Es spreadet sich nur, wenn der Tank geladen ist. Okay. Yay. Ja. Erst finde ich eine Hütte mit einem Endergolem, dann mit zwei, jetzt mit drei. Spiel wieder was sagen. Ich soll mir das Nightfall Sword machen. Richtig. Also merkt, nach Westen hin breitet sich das endlose Meer. Ich hab jetzt hier keinen Bock zu krepieren, ich lasse ihn dann wohl. Danke, LG. Wie viel braucht. Was braucht man nochmal für das Schwert? Zwei der Hörner. Ich hab. Ach, ich kann mir vier bauen. Zwei Rubis für drei Goldnuggets und zwei Rubis für. Zwei Karotten. Das ist bestimmt Extreme Hills. Aber nur ganz kleine Berge. Er hat den auch gerade halt bei meinem Extreme Hill. Nee, nicht mal. Das zählt einfach immer noch als Ocean. Oh. Apropos Ocean, da bin ich auch gerade. Hätten wir nicht vielleicht lieber Touch nehmen sollen? Ich glaube, das wäre besser gewesen. Tja, jetzt ist es zu spät, jetzt ist es raus. Ja, wer kann damit rechnen, dass sich hier nirgendwo so ein verdammtes Schneebiom auftut? Ich warte gerade, aber ich hätte noch auf die Wall of North irgendwie. Obwohl, ich gehe gerade ins Minus. Ich bin gerade bei minus 5500. Plus 751, minus 4300. Ich lach mich tot. Minus 5676 und minus 50. Ey, ein bisschen Jungle, wie es aussieht. Ja, Jungle. Ich frage mich, wann ich die Welt umrundet habe. Gar nicht. Das was? Slickwater? Slickwater heißt einfach die ganzen Früchte, wenn sie da dran hängen. Ah, okay. Ich nehme mal vielleicht ein bisschen Kakao mit. Oder haben wir Kakao? Nee, aber. Ja, doch, haben wir auch. Was? Jungle Wood. Weil kann man ja immer gebrauchen, mal vielleicht. Kakao. Ich finde echt immer nur ganz kleine Inseln. Ich habe hier gerade einen riesigen Dschungel. Zum Glück macht der Server das mit. Weil der Dschungel ist hier gerade nicht ohne. Ja, wir haben eine Stunde aufgenommen. Das heißt, ich würde sagen, wir beenden die Folge erstmal schon offscreen nach dem Schneeball. Und alles andere machen wir dann natürlich onscreen, außer es fängt an zu regnen. Ja, ich hab das die aber. War ein bisschen laut, egal.
Und wenn wir den Boss einfach so klatschen. Und vielleicht, wenn es sich irgendwann mal ergibt, dann schlachten wir den wieder. Ich habe gerade noch so random ein Hexenhaus gefunden. Sehr gut. Jetzt bin ich von zu Hause weg. Ich sehe meinen Marker nicht mal mehr in der Distanz. Cool. Ich auch nicht. Oh, ich bin Level 23. Cool. Und gut, dass ich ein bisschen Eisen dabei habe. Okay, ich bin jetzt bei minus 7000. Das ist eigentlich schon ein Zeichen, dass ich jetzt hier die Folge beende. Okay, dann würde ich sagen, sieht man sich bei der nächsten Aufnahmesession wieder. Vielleicht wieder mit Repeat, vielleicht mache ich auch alleine, keine Ahnung. Oder vielleicht mal mit Semi, wenn er sich mal irgendwann wieder blicken lässt. Niemals. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, das hat euch gefallen. Falls der Kommentar noch nichts mehr wünscht, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.